Nutzung verbieten. Was war dein Vater gleich nochmal? Salarianer. Oh, dann hast du ihn vermutlich gar nicht richtig kennengelernt, oder? Sei still. Hast die verdammten Sternkarten. Okay. Noch einen? Ich dachte, es braucht nur einen. Flotte und Flottille ansehen. Der hat Preise bekommen für seine Darstellung der Beziehungen zwischen...
nichts mehr. Keine sicheren Knoten mehr oder sonst irgendwas. Widerliche Leute. Das Leben ist manchmal unsicher. Und deswegen brauchen Sie eine Universal-G-Programmierlösung, die wirklich funktioniert. Nochmals vielen Dank. Galaktische Nachrichten. Ist das doch noch hier? Aus den Terminus-Systemen sind sehr gut fürs Geschäft. Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung, woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Mhm. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann jetzt mit niemandem sprechen. Ja. Galaktische Nachrichten. Ein Beispiel. Du kennst doch diese neue Droge, die bleibende neurale Narben hinterlässt. Die ist schrecklich. Für den Versand braucht man einen 12-seitigen Vertrag und dann noch eine Verzichtserklärung für den Gebrauch. Ich habe 50 Stunden plus Überstunden dafür berechnet. Darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Das sind eben die Terminus-Systeme. Für dich ist Eclipse nur Spaß. Aber für mich ist es die Zukunft. Die Fortpflanzungsstrategie meines Clans. Hier, okay. Denken Salarianer auch mal an was anderes außer Fortpflanzung? Hör bloß auf. Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Ja, eine Freundin von mir ist bei Eclipse. Sie hat mir gesagt, was ich besorgen soll. Ich kann sie nicht mit Firebolt umgehen. Vielleicht brauchen sie ja Tanks. Ach ja. Shepard, hier ist Liara. Ich habe die Daten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Abtrünnige Bars? Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Alle Gefahren stehen klar und deutlich auf der Verpackung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber bestimmt. Wir haben ganz schön an abtrünnigen Punkte gesammelt hier jetzt auf Idium. Fällt mir das? Es geht. Alter Schwede. Gehen wir zu Liara. Mal gucken. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Ich hab viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Hey? Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan?
Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Hm? Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Sie haben 2 Jahre Ihres Lebens geopfert, um den Shadow Broker zu jagen? Liara, das ist verrückt. Sie wissen nicht, was er getan hat. Und sie steht wieder auf. Wie auch? Sie waren ja nicht da. Und danach haben wir alle getan, was wir tun mussten. Reden wir nicht mehr davon. Ich habe nicht genug Freunde, um noch einen zu verlieren. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach irgendwas? Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut. Ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet. Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Hey? Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Sie ahnen nicht, wie viel mir das bedeutet, Shepard. Ich wusste nicht, wer Sie nach Ihrer Rückkehr sein würden. Ob Ihre Gefühle... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Sie und Farron standen sich wohl nahe. Schon lustig. Er hat mich mehrfach hintergangen. Er arbeitete sowohl für Cerberus als auch für den Shadow Broker. Aber am Ende hat er sich für mich geopfert. Ich schulde ihm was. Wenn er 2 Jahre lang Gefangener des Shadow Broker war, ist er vermutlich nicht in guter Verfassung. Ich weiß. Gestern wollte ich nur die Chance, für ihn Rache zu nehmen. Heute weiß ich, dass er lebt. Ich tue alles, was nötig ist, um ihn zurückzuholen. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen, Treffen, Nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Okay. Mal, ob wir hier noch Quests haben, ne? Tagebuch, versteckte Shadow Brokers. Taxi zu Yara, ne. Okay, das machen wir mal. Also müssen wir zu den Taxen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Taxistand. Ja, müssen wir hier durch, ne? Shipping, Transportation, ja.
in Dinner. Hin und wieder sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Es liegt. Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Ja, besser ist. Mit ihr müssen wir reden, ne? Unerhört. Ich kann immer noch nicht glauben, dass eine Justikarin in ihren Diensten steht. Hey, wir sind Freundinnen. Ich hab dich nie so genannt. Nein, aber du denkst... Lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann jetzt mit niemandem sprechen. Hier, Taxikonsole, ja. Yaras Apartment. Dann fliegen wir mal zu ihr. Yara hat sich verändert. Yara hat sich verändert. Ist irgendwie schade, muss ich sagen. Irgendwie schade. Aber mal gucken. Alle Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Lab. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja. Die Techs kämmen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Was geht hier vor? Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Sir. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Tela Vassir, Special Tactics und Recon. Inspektor? Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut, Sie sind einer unserer berühmtesten Agenten. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben. Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Yara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Was sind die Fakten bis jetzt? Vor etwa 25 Minuten hat jemand auf Tissoni geschossen. Man beachte die Einschusslöcher. Sie war danach noch etwa 4 Minuten hier und verließ dann das Gebäude. Sie muss etwas Wichtiges erledigt haben. Okay. Wenn Liara nicht hier ist, wo ist sie dann? Wenn ich das wüsste, würde ich ihren Kram nicht durchsuchen. Es gibt kein Blut, keine Leiche. Sieht aus, als wäre Tissoni entkommen. Der Scharfschütze hatte nicht mit ihrer kinetischen Barriere gerechnet. Cleveres Mädchen. Paranoid, aber clever. Ja. Hat die Polizei bei ihrer Ankunft irgendwas gefunden? Nur die Unordnung. Und ich habe ihnen einen goldenen Stern verliehen, weil sie die Einschusslöcher gefunden haben. Alter. Liara hat mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Sie kennt Tissoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Hey, spannend. Ein Teil meiner alten Panzerung. Da hat sie jemand aber nicht besonders gemocht. Eine Promotionsurkunde der Universität von Ceres auf Tessia. Sie macht wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung. Es ist Ilos. Keine Sorge, Commander, wir finden sie. Hoffentlich. Was haben wir denn hier? Bild. Die Normandy. Unsere Normandy. Das
Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay. Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Was hier? Ich hab hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf Ihrem Terminal. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen. Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tisoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sekat. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Hey. Es muss wichtig sein. Die Männer des Shadow Broker haben bereits einmal versucht, sie umzubringen. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann let's los. Go. Ui, ui, ui. Da bin ich mal gespannt. Dracon Trade Center. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Ui. Gefährlich. Liara ist da drin! Kila. Sie haben drei Stockwerke gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Ich nehme das Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Lassen Sie mir ein paar übrig. Was meinte Hardy gerade? Ist. Das scheint nicht so zu sein. Oh Gott, was ist hier los? Was ist passiert? Ja, da hat was Bumm gemacht. Wer sind Sie? Was geht hier vor? War es eine Bombe? Was ist passiert? Das werde ich jetzt herausfinden. Hey, da. Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tissonis Informant das überlebt hat. Ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Es geht im Leben nicht ums Ankommen, sondern darum, was unterwegs passiert. Bei Niso ist jedes Fahrzeug eine Insel der Eleganz und ein Transportmittel zur Freiheit. Mm-hmm.
6200 Credits, okay. Exxon Shipping ist das führende Unternehmen in Sachen Ressourcenlogistik und Verwaltung. Wir tun alles, um Kunden sichere, bezahlbare und effiziente. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Okay. Hier, ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden, Commander. Willkommen bei Barrier Frontiers. Wir führen Sie zu grenzenlosen Möglichkeiten. Was hier? Ich bin festgenagelt. Söldner, ziemlich gut bewaffnet. Begrüßen Sie die Privatarmee der Shadow Broker, Commander. Barrier Frontiers. Wir zeigen Ihnen. Alter. Das müsste sie ausbremsen. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe.
er denn? Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Liara! Etwas, das ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer des Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Klappe! Bitte was? Hinterher, oder?